Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in unserem kleinen Dorf im Augsburg. Heute ist wenigstens mal schönes Wetter. Ist nicht so warm, es regnet. Wir haben nur, gestern hatten wir 38 Grad, heute haben wir nur noch 11,7 Grad. Oder beziehungsweise gestern früh hatten wir 40, noch was. Heute haben wir noch 11 Grad. Das ist ein Temperatursturz wieder mal von 29 Grad. Das schlägt ihn auch wieder aufs Gemüt. Alles klar, meine Freunde. Schön übrigens, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe meine sämtlichen Produkte, schauen wir noch mal rein, habe ich für den Ausnüchterungstrank, die 10 habe ich, die 7, Moment, ich gucke noch mal auf meinen Zettel, 7 Eisenmesser und 7 Bronzemesser. Bronzemesser haben wir hier und die Eisenmesser haben wir hier. Dann brauche ich 2 Eisenhämmer, die habe ich hier. Und das war es eigentlich schon, was wir für Biasturbia gebraucht hätten. Ich habe noch eingesteckt sämtliche Eisenbolzen und Eisenpfeile. Ich habe auch noch ein bisschen Breitwegerich dabei. Ich habe noch ein paar Eisenhacken dabei. Wer hätte es gedacht? und ich habe mir übrigens den aus den Kommentaren den Rat beherzigt. Ich habe mir einen Strohhut gebaut. Einen flachen Strohhut habe ich mir angelegt. Jetzt regnet, brauche ich das Ding nicht mal. Aber ich habe mich schon gefragt, weil er geschrieben hat. Ich weiß jetzt im Moment den Namen nicht. Dass er das über einen Skillbaum macht. Ja, wo macht er denn das im Skillbaum? Ich kann das Einzige, was ich im Skillbaum machen kann, ist hier im Überleben. Ne, das ist Landwirtschaft. Ja, das sind die Überlebenspunkte. Überlebenskünstler. Naja, da langsamer Wasser, Nahrungs- und Wasserverlust. Aber Trinkfest, Wasserläufer, der Athlet, Fels in der Brandung. Da ist aber nichts, dass er irgendwo nicht so hitzeempfindlich ist. Alles klar. Wir werden sehen, wie er sich jetzt mit dem Strohhut schlägt. Wir flitzen auf alle Fälle jetzt nach Biasturbia und werden dort die Quests erfüllen. So, ich muss jetzt mal überlegen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Das muss ich mal hier hinter gucken. Wenn ich jetzt über die Verwaltung gehe, da flitze ich lieber mal hier hinter. Ob wir schon Pferde gekauft haben? Ich glaube nicht. Pferde und Kühe. Ja, ich habe jetzt lange nicht gespielt hier durch meinen Rechnerausfall. Da muss ich mir das wieder angucken. Ich hoffe, dass heute der Ton einigermaßen besser ist. Ich habe es zwar alles nochmal da durchgeschaut, aber ich konnte eigentlich keinen Fehler entdecken. Warum der auch immer. Kühe haben wir schon auf alle Fälle. Warum auch immer, Pferde haben wir noch keine. Das ist ja der Pferdestall, ja. Und Esel, die müssen wir sowieso woanders kaufen. Warum der rumzickt mit den Game Sound? Keine Ahnung. Ich habe jetzt extra nochmal im OBS reingeschaut, ob er auch meinen kleinen Kopfhörer aktiviert hat. Hat er aktiviert. Und hier, das hatte ich eigentlich immer, die Ausschläge für Game Sound. Aber er hat es nicht aufgenommen. Das kann ich dann heute immer noch mal kontrollieren. Hier habe ich ja die Möglichkeit, weil ich hier ja speichern kann, da kann ich eigentlich die Folge, die mir in die Hose gegangen ist, noch mal aufnehmen. Aber bei Entschrautet ist das ja nicht möglich. Du hast ja keinen Speicherpunkt, wo du sagst, okay, ich lade jetzt mal in eine Folge zurück und ich mache das noch mal. Geht ja bei denen nicht. Und da hatte ich ja die Tonprobleme bei Entschrautet. Eine Folge, die kam ja gestern. Und dann habe ich noch eine Folge, die ich mit aufgenommen habe. Ich hatte 2 Folgen am Stück aufgenommen. Die kommt halt am Samstag. Die kommt morgen. Da ist auf alle Fälle auch noch mal der Ton so bescheuert. Aber naja, gut. Probleme sind dafür da, dass man sie löst. Ich hoffe, dass es
jetzt ein bisschen besser geht. Also ich höre auf alle Fälle auf dem Kopfhörer in Regenrauschen. Ich kann noch mal einen kleinen Moment, ich kann noch mal ein bisschen... Ich mache jetzt noch mal einen Stopp hier. Und werde noch mal in meine Einstellung gucken. Ich mache jetzt mal hier einen ganz kurzen Cut an den Fässern. Dann mache ich mal einen ganz kurzen Cut. So, meine Freunde, ich habe noch mal ganz kurz hier an den Soundeinstellungen gedreht. Ich hoffe, dass es jetzt etwas besser wird. Das ist aber auch manchmal so unterschiedlich in dem Spiel hier. Einmal haut's hin und das nächste Mal ist es irgendwie wieder zu leise. Vor allem mit der Musik. So, jetzt hören wir aber die Umgebungsgeräusche, wie ich laufe. Das hört man jetzt, glaube ich, besser. Die Musik habe ich schon auf 50% hoch, aber du hörst sie kaum. Und das nächste Mal, da platzt dir in die Ohren. So, also hier ist niemand mehr, den wir mitnehmen können. Wir haben jetzt das Mädel, die... Ludomira oder wie sie hieß. Ne, wie hießen die jetzt? Ist jetzt so gut. Leonarda, der habe ich das Haus zugewiesen, aber noch keinen Job. Da weiß ich noch nicht, was ich mit der mache. Das wird sich entscheiden. Oh, schon wieder dieser Kastellan. Das wird sich entscheiden, wenn wir über Schwangere haben, die ins Babyjahr gehen. So, jetzt schauen wir mal an unseren Anschlagstafel und dann nehmen wir Messerschwindler unter uns. Eisenmesser, Bronzemesser. Diesen Quest nehmen wir an. So, betrachten wir es nüchtern. 10 Ausnüchterungstränke, den nehmen wir auch an. Und Hammer hat 2 Eisenhämmer, den nehmen wir auch an. Und da müssen wir, glaube ich, jedes Mal, ne, hier müssen wir zum Drogumir. Bei den anderen habe ich nicht richtig aufgepasst, aber das werden wir schon hinkriegen. Messerschwindler unter uns. Da müssen wir zum... Bestimmt wieder zum Derwan. Wo ist denn da? Das ist der Derwan. Der ist wieder beim Kneiper drinnen, wetten. Na, das ist der alte Kastellan, ja. Und der Derwan. Der ist hier hinten. Hier ist er doch. Hallo, oh, Derwan. Stell... viele Hände, schnelles Ende. Sieh dir an, ob diese Messer deinen Erwartungen erfüllen. Lass mich einen Blick darauf werfen. Nun, das ist Handwerkskunst, die ich gutheißen kann. Hier ist deine verdiente Bezahlung und falls dir dieser Betrüger begegnet, lass es mich wissen. Alles klar. Messerschwindler unter uns ist erledigt. So. Den nächsten Quest her. Da müssen wir uns wieder aussuchen. Halt, da gehen wir hier rein. Verwaltung, nein, halt, das Tagebuch. Betrachten wir es nüchtern. An der Wand wieder abliefern. Gut. Also, der ist ja nicht mehr weit weg. Wo ist er denn hin? Ist er hier hinten irgendwo hineingekrochen oder was? Ah, hier ist er doch. Hallo, der Wand, darf ich dich nochmal stören? Guten Tag, Bürger. Gute Idee, das mit dem Ausnüchterungstrank. Ich habe etwas mitgebracht, um zu helfen. Unsere Schankwirte werden sich freuen. Ich danke dir in ihrem Namen. Gern geschehen. Alles klar. Und jetzt machen wir den Quest mit den Hämmern. Der begegnet uns jetzt auch laufend. So, schauen wir noch mal ins Tagebuch. Hammerhart. Halt, den wollten wir ja verfolgen. Der ist, wo ist der Kollege? Der ist auch da hinten, alles klar. Drogumir. Wo ist denn der Drogumir? Hier drüben. Ach, das wird der Schmied sein, oder? Da, hier kommt er doch. Das ist doch der Drogumir. Hallo Drogumir, hier hast du einen neuen Hammer. Versuche es mit diesem Mal nicht zu ver... Pass auf, ich mache hier nur Geschäfte, urteilsfrei. Ich schwöre, wenn du sagst, ich versuche ihn dieses Mal nicht zu verlieren, dann raste ich aus. Glauben die Leute ernsthaft, ich verliere diese verdammten Hämmer jeden zweiten Tag mit Absicht?
Ich bin hier das Opfer. Pass auf, ich mache hier nur Geschäfte. Urteilsfrei. Have a nice day. Alles klar. Die rennen sich ja gegenseitig über den Haufen. Das sind vielleicht nur Kollegen hier. Gut, alles klar. Wir haben jetzt. Und jetzt suchen wir uns ein Pferdehelm. Ne, ja, doch irgendeiner hat doch hier noch Geld. Und der hat Rückenschmerzen oder was? Ich auch. Der Kollege, was hat er denn? Der Postnummer. Zeig mir deine Ware. Mal gucken, ob du noch Geld hast. Ne, der hat nur noch 19,6. Da können wir nicht mehr. Doch, den können wir noch ein bisschen breitdeckerig. F, E, F, das gibt jeden Pfennig, wird dann aus dem Kreuz gezogen. Alles klar. So, dann haben wir hier einen Markus. Zeig mir deine Ware. Hast du noch Geld? Der hat bis noch 7. Naja, gut, alles klar. Leb wohl. Irgendeiner hat doch hier noch Geld gehabt. Mir, der Kollege. How do you do? Zeig mir deine Ware. Nee, eigentlich 60 hat er noch. Kann ich dir noch was verkaufen? Auf alle Fälle kann ich dir FEF2 Eisenbolzen verkaufen. Und noch. Was kann ich dir noch verkaufen? FEF, noch zweimal gebraten Fleisch. Nee, dreimal. Alles klar. Cool. Ja, irgendeiner Niese. Nee, haben sie doch schon alle abgefertigt hier, oder? Hey, du, Mila, zeig mir deine Ware. Die hat null. Die hat kein Geld. Waren wir überhaupt schon beim Wirt? Den haben wir doch den Kirschwein, glaube ich, verkauft. Wir schauen mal, ob der noch was hat. Der noch ein bisschen Geld hat. Ah, das ist der Miro Knut. Der sitzt ab, ist da ein zartes Busch. Zeig mir deine Ware. Der hat auch nichts mehr. Gut, also da haben wir die ja doch schon alle. Haben wir sie doch schon alle abkassiert. Gut, jetzt schauen wir mal aus, wo es die Pferde gibt. Das war doch aber. Das muss hier gewesen sein, genau. Ah, hier sind sie doch. Hier sind sie doch, die Pferde. So, was haben wir denn hier? Oh, zwei Fohlen haben wir hier. Ein Weibchen, eine Stute und einen Hengst. Naja, gut, da fangen wir doch mal mit dem Mädchen an hier. Kaufen 2820. Na, nützt ja nichts, brauchen wir ja. Gut. Naja, wir haben jetzt 75.000 hat man gehabt. Das, wenn man denke, wir bleiben jedenfalls über 70.000 halt. Jawohl, eh kaufen. Da geht auch in den Stall rein. Gut. Groß werden die von ganz alleine. Da brauchen wir keine großen zu kaufen. 3000, fast 4, 3500 fast. So, jetzt haben wir auf alle Fälle mal die Pferde. Und wir, Esel kriegen wir ja hier nicht. Könnte man ja mal fragen, wo man Esel kaufen kann. Es war doch unten. Oh ja. Wo finde ich Nutztiere? Esel. In Skaugi. Das in Skaugi war das. Alles klar. Danke dir, Mädel. Ja, ja, du auch. So. Was machen wir nun mit dem angebrochenen Tag hier? Handeln können wir hier nichts mehr. Hunger haben wir. Wir brauchen was zu essen. Wir können aber mal rüber nach Klonika noch mal laufen. Ich bin schmutzig. Ja, ja, gut. Wir laufen noch mal nach Klonika. Oh, da haben wir ja auch schon alle abkassiert, alle Händler. Schauen wir mal öfter. Nee, nach Skaugi wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja, da laufen wir erstmal wieder nach Hause, denke ich mir. Und gehen auf dem Rückweg mal noch mal auf die Jagd. Dass wir noch ein paar Jagdpunkte uns erarbeiten. Banditen sind ja hier dort keine. Also hier in der in den Ruinen sind keine hier. So, hier vorne haben wir ein Rentier. Wir suchen aber den Gewaltträger. Der lässt sich besser.
Ja, wir haben schon da mit Dings gesockelt. Wo war er denn? Der war doch gerade hier. Ach, da hinten ist er. Da hinten ist er. Da müssen wir schon uns ein bisschen ranschleichen. Du stehst gut. Was, der hat nicht getroffen? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Na, es muss aber langsam fallen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist jetzt der dritte Pfeil, den ich auf den schieße. Nee, der vierte. Jetzt. Fünfe habe ich gebraucht. Das gibt's ja gar nicht. Halten. Zwei Eisenbolzen habe ich wieder gekriegt. Na ja, gut. Glaube ich zwar nicht so richtig, ehrlich. Aber, oh, jetzt will man den Quest hier oben ausschalten. Ich guck mal, ob hier irgendwelche Eisenbolzen rumliegen. Da hinten liegt ein Eisenbolzen, wo er gefallen ist, liegt noch einer. Alles klar. Da haben wir noch einen gefunden. Gut. Der ist rausgerutscht. Den hat er verloren. So, wenn ich irgendwelche verschossen hätte, dann müssten sie ja hier irgendwo rumliegen. Also ich sehe hier oft mal keine Meldung, dass hier irgendwo ein Eisenbolzen rumliegt. Gut, egal. Wir haben den erlegt. So, und jetzt suchen wir uns noch einen Hirsch raus. Da oben. Noch einen Geweihträger. Ich möchte mal was essen. Ich habe noch was zu essen dabei. Fleisch. Ich bringe wieder 40 Mal Fleisch mit. So, und ich habe auch was zu trinken einstecken. So, gut. Sind denn die Hirsche? Die haben sich ja verdünnisiert oder was? Die wissen, dass ich auf der Jagd bin. Hier waren doch immer Hirsche. Na, dann gehen wir bei uns kurz vorm Dorf auf die Jagd. So, aber hier oben haben wir noch gar nicht geguckt, ob da oben sich irgendwelche... Da wechsle ich jetzt auch mal auf den Bogen um, ob hier oben Banditen... Da treiben sich nämlich auch manchmal welche rum. Nicht die Fackel. Will ins Inventar. So, jetzt müssen wir Eisenpfeile sockeln. 135 habe ich einstecken. Gut. Jetzt will ich nur erstmal den Quest hier rausmachen. Da geht man schon wieder... nicht verfolgen, dass der uns immer wieder aufgedrängelt wird. Komisch. Und keiner kann dir so richtig erklären, was dieser Quest überhaupt beinhaltet, was du da machen sollst. Bleib wachsam, ja, ja. Bleiben wir ja sowieso.
Also der Game-Sound ist schon da. Relativ leise. Also muss ich ehrlich sagen, ich wäre wohl doch beim Schneiden, werde ich den etwas hochdrehen müssen. Muss nur hier gucken. Ah, seht ihr sie schon wieder hier? Die wilden Keiler. Und dich erwische ich auch, mein Freund. Zack, ist er auch weg. Das müsste aber noch einer da sein, ja? Meistens flitzt hier noch ein dritter rum. Hier aber auch keinen. So, naja. Also, Banditen sind hier auch keine. Bloß ein paar dumme Keiler. Ein paar dumme Wildschweine. So, alles klar. Wir. Da oben ist das dritte. Naja, komm. Wenn ich hier einmal hier bin, da wirst du auch noch abgeschossen. Komm her, bleib schön stehen. Bis ich hier durchs Geschrüpp durch bin. Naja, bitte, du hast schon. Den hat er aber jetzt geschmissen. Ja. Gut. Den halten wir auch noch. Da bringen wir jetzt massig Fleisch mit nach Hause. So, ich flitze jetzt anschließend nach Hause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Da schauen wir mal, was wir bei uns im Dorf noch so Schönes veranstalten können. Ich gehe gleich mal hier runter. Ich gehe gleich mal ins Landwirtschaftsdorf. Und lege gleich mal mein Zeug, was ich erjagt habe, ins Lebensmittellager. So, und jetzt schauen wir mal, ob unsere Pferde hier angekommen sind. Jawohl. Wir haben zwei Kälber haben wir und eine Kuh. Gut. So, das schauen wir doch mal, wo unsere Pferde sind. Hier sind sie. Unsere Pferde, jawohl. Ja, ja. Gut. Ich lege mein Zeug im Lebensmittel- und Materiallager ab. Ich habe bestimmt auch wieder Leder dabei. Na, was machen die zwei? Unterhalten sie sich? Aus Kinder sagte was. Jawohl, holte Klappe raus. Da. Nee, manchmal erzählen sie irgendwas. Jetzt gehen sie ihre Wege alle wieder. Gut, alles klar. Ich war inzwischen im Lebensmittellager drüben. Und da war zwischendurch wieder mal, hat sich OBS aufgehängt. Deswegen habe ich das nicht mit drauf auf der Aufnahme. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe schon gegoogelt. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist alles erst seit dem letzten Windows-Update. Ich weiß nicht, was die Brüder bei Microsoft machen. Also viel Ahnung scheinen sie nicht zu haben, wenn da laufend irgendwelche Bugs drin sind. So, gut. Ich weiß ja, was mit der Tür ist, aber keine Ahnung. So, das Fleisch haben wir rausgeräumt. Ist Leder habe ich rausgeräumt. Jetzt muss ich mich mal drum kümmern. Kleinen Moment. Wir brauchen doch auch mal ein paar Getränke. Das müssen wir jetzt mal in Angriff nehmen. So, was haben wir denn so an Roggen und Gerste? Was haben wir denn überhaupt drin? Das ist ja im Materiallager. Da schauen wir mal. Auf alle Fälle müssen wir Beeren haben wir. Da können wir denen schon mal sagen, dass sie Beerensaft machen können und dann Beerenwein. Wir haben auch, die ersten Früchte sind ja auch geerntet worden. Äpfel habe ich gesehen, haben wir über fast 100 im Lager. Da kann man ja auch mal ein bisschen Apfelsaft oder sowas machen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier alles drin haben. Oder ist das im... Nee, das ist im Materiallager. Flachs haben wir auch drin, da können die auch wieder dreschen. So, Hafer haben wir noch zwei. Was?
Wir haben keinen Hafer mehr. Ach, da wird ja erst geerntet. Wird er? Ja, da wird im Herbst geerntet, sage ich. Gut. Leinensamen. Wir haben einen Haufen Mehl. Da könnte ich auch mal irgendwo ein bisschen Brot backen in der Küche. Roggenhammer. Roggenkorn. Haferkorn haben wir aber keins. Und das brauchen wir doch. Brauchen wir doch für unser Tierfutter. Wie sieht es mit dem Tierfutter aus? Nicht, dass uns die Viecher jetzt noch verrecken, weil wir kein Tierfutter haben. Das wär's. Das wär's. Da müssen wir irgendwo noch fürs nächste Jahr noch einen Hafer. Tierfutter haben wir nur noch 51 Mal, Leute. Da muss ich mir Gedanken machen. 51 Mal Tierfutter, das ist nicht der Hit. Weizen, Weizenkorn. Jetzt schaue ich doch mal in unsere Verwaltung, in die Landwirtschaft, in die Scheune. F. Die haben kein Material, wieder. Was haben die denn wieder? Da fällt wieder Tierfutter, kein Material. Ist klar, weil wir keinen Hafer haben. Da muss ich mal, kleinen Moment, muss ich mal auf meine schlaue Aufstellung gucken, die ich mir hier angelegt habe. Mikrofon wieder in Stellung bringen. Ja, ja, so. Das merke ich mir doch nicht alles hier. Hafer. Im Herbst wird er geerntet. Also müssen wir sehen, dass wir mit diesen 51 mal Tierfutter, was wir haben, über die Runden kommen. Oder ich muss jetzt sehen, dass ich irgendwo Hafer kaufen kann. So, da frage ich doch mal. Da muss ich doch mal jemanden fragen. Ob wir das überhaupt kennen. Ach, ihr rennt euch gegenseitig schon live. Wo finde ich? Händler. Der Händler, das ist mir klar. Die Astoria. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Also nach Hafer können wir nicht fragen. Alles klar. Aber ich glaube, wir werden dann den nächsten Tag mal nach Klonika laufen. Wenn nicht, müssen wir nach Piastovia noch einmal und müssen sehen, dass wir irgendwo Hafer kaufen können. Aber bei wem kaufen wir dann Hafer? Beim Posumir wahrscheinlich. Also das dürfen wir jetzt nicht, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Aber ich schaue mir jetzt nochmal die ganze Sache in der Verwaltung, in unserer Kneipe an, was wir da machen können. Wir brauchen ja irgendwann mal ein paar Getränke. So, das ist die Produktion. In der Schenke. Wir haben immer die Schenke hier. Bei uns und immer die Schenke drüben. Das ist ja nur egal. Das ist die Schenke drüben, das ist die Schenke bei uns. F. Was produzieren die denn hier? Oh, Met aus Honig. Also da haben sie doch eigentlich was zu trinken. Da können wir das aber noch ein bisschen hochdrehen. Die machen 1% Met, damit sie überhaupt was machen, genau. Wir haben doch genug Honig, oder? Wir gehen mal auf 30%. Dann können sie Beerensaft. Da haben wir wieder keine Weinflaschen. Alles klar. Gut, also. Machen wir hier rein in die Verwaltung. Wir müssen ganz schön an unserer Produktion, oder ich muss ganz schön an der Produktion jetzt schrauben, damit es hier irgendwann mal richtig läuft. F. Müssen wir Weinflaschen produzieren. Also wir gehen nochmal hier rein. Beerensaft nehmen wir erstmal raus, sonst haben wir wieder eine Fehlermeldung, dass da was nicht da ist. Dann müssen wir jetzt schauen in die Verwaltung, in die Häuseln, in die Werkstatt. Ich glaube, wir brauchen dann noch. In der Werkstatt ist bloß einer. Na, da können wir doch die junge Kollegin reinstecken, die wir jetzt haben. F. Lernslot zuweisen. F. Wir haben doch. Moment. Die Leonarda, die hat zwar bloß... Oder haben wir noch jemanden?
Moment, mal hochschrauben hier. Nee. Haben wir noch jemand, der keine Arbeit hat und in der Produktion besser ist? Das ist so viel Arbeitslose haben wir. Das ist der einzige Arbeitslose, die wir haben. Also, die geht jetzt erstmal mit in die Produktion rein hier. In die. Genau. Und jetzt brauchen wir in der Werkstatt F. Müssen die Weinflaschen produzieren. Ton haben wir ja genug. Was? Weinflasche ist gesperrt. Wieso ist die Weinflasche gesperrt? Haben wir das noch gar nicht gekauft? Dann müssen wir gleich mal. Wo ist jetzt unsere Werkstatt? Hier. Nee. Wo ist denn die Werkstatt? Hier. Ja, da müssen wir mal hier ran und müssen mal schauen. Metflasche. Weinflasche. Die müssen wir für 450 müssen wir die kaufen. Nützt ja nichts, müssen wir kaufen. Gut, da können wir jetzt nämlich hier drin auch mal pro Weinflaschen produzieren. Gucken wir noch mal rein in die Verwaltung. In die Werkstatt. F. So, jetzt Weinflaschen. Runterschrauben hier. Wo sind sie? Ach, die sind weiter oben. Das müssen wir alles noch kaufen. Die ganzen Tonkrüge und den ganzen Quatsch. Müssen wir alles noch kaufen. Weinflaschen. Da machen wir jetzt mal ein paar Weinflaschen. Und zwar gehen wir da mal hoch auf 31%. Da machen sie nämlich 7 Stück am Tag. Das müsste es erstmal reichen. Holzlöffel, das können wir alles wieder sein lassen. Also die ganzen Dinger müssen wir alle noch kaufen. Na, da haben wir noch einiges an Geschäft zu machen, damit wir zu Geld kommen, damit wir das alles noch kaufen können. So, jetzt ist aber Zeit. Jetzt haben wir es 19.52 Uhr. Die Kleine liegt, Amelia liegt schon im Bett und schläft. Ich mache hier das Fenster auf. Für die Nacht noch ein bisschen kühle Luft reinlassen, sofern es kühl ist. Jetzt haben wir 15 Grad zumindest, knapp 16 Grad. Gut. Alles klar, meine Freunde. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, dass ich zu Bett gehe. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir uns nochmal eingehend um die ganze Produktionsgeschichte kümmern. Ich werde versuchen auf alle Fälle, nee, das machen wir gemeinsam, dass wir die ganzen Rezepte noch kaufen. Alles klar. Ich sage nochmal Tschüss. Bis zur nächsten Folge.